Folge Nummer 46 ist es, glaube ich, von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir befinden uns im Berchtesgadener Land und hier wäre eigentlich normalerweise die Anlegestelle San Bartolomé, ne? Ja, hier ist der Watzmann und hier geht's weiter. Gut, wir haben das gebaut und wir hatten jetzt hier, ich wollte hier eine Dingens machen, hatte ich mir letztes Mal noch eine Zone bauen, weil wir hier ja, warte mal, können wir die Zone auch bauen, während wir Rohstoffe sehen? Ja. Machen wir mal gleich groß. Okay, das mag er nicht. Dann kriegen wir hier nämlich so ein schönes Ölindustriegebiet hin. Dann passt das, oder? So, das haben wir. Jetzt muss das nur noch zum Ölindustriegebiet werden, ne? Ölindustrie ist da zu Hause. Gut, haben wir. Aber wir haben natürlich auch noch andere Industrien, fällt mir ein. Aber wo war das denn? Haben wir? Oh, guck mal, hier haben wir ja schon ganz viel und haben gar nicht... Da haben wir zwar was gemacht, Talhöhen sind hier, aber wir haben da gar nicht entschieden, dass doch, wir haben da tatsächlich schon ausgewählt. Da hätte ich nie mit gerechnet, dass wir das getan haben. Aber wir müssten die Talhöhen mal dann erweitern noch, ne? Das ist ja hier dieses Industriegebiet hier, ne? Das andere brauchen wir gar nicht. Das machen wir so. So. Dann haben wir die Talhöhen jetzt noch erweitert für Eisenerz. Gut. Und das haben wir. Hier unten ist jetzt was? Kommerz. Und wir haben keine Industrie hier. Die sollten wir jetzt mal ansiedeln. Zuck. 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 Das machen wir erstmal so. Und die zwei lassen wir frei, weil wir vielleicht eine Straße da bauen. So, was uns fehlt, sind natürlich Anwohner. Und dafür sollten wir schauen, dass wir die vielleicht hier irgendwo hinkriegen an einem Berg. Die sollen einen schönen Ausblick auf die Industrie haben, ne? wir das? Achso, das ist eine Autobahn. Okay, dann machen wir das nicht so. Dann machen wir hier mal eine vierspurige Straße weg, oder? Ne, die wollte ich dann doch lieber so machen, dass die geschwungen ist, ne? Die kriegst du jetzt hier aber nicht so schön hin, ne? Und es schneit ohne Ende. Doch, da geht's. Sehr schön. Okay, da funktioniert es jetzt nicht. Ich sehe vor lauter Schnee nichts, ne? Das ist das Schlimmste. Jetzt müssen wir gerade gucken, ob wir das Stück auch noch abreißen. Nee, das funktioniert nicht. Nur nochmal abreißen hier.
Da hat die Kurve ja funktioniert. Das heißt, wir müssen eigentlich erst vom Berg ein bisschen weg, damit es geht, oder? Jetzt müsste das gehen. Eigentlich, habe ich gedacht. Tut es aber nicht. So. Das wird so nix. Nochmal. Gefälle zu steil. Wenn ich jetzt da in den Tunnel reingehe, ne, dann müsste das doch eigentlich klappen, wenn ich da wieder rauskomme, oder? So geht's doch. Man muss nur wissen, wie, ne? Oder wie ist das? So, aber wie wir sehen, sehen wir, ach, hier ist sogar eine ganze Zeit die Brücke gebaut. Also Lohn tut das nicht so wirklich, ne? Aber schön ist es, oder? So, da können ganz viele schöne Häuser gebaut werden, oder? Machen wir mal. Gucken wir mal, was geht oder nicht geht, oder? Boah, was für ein Schneefall hier ist, das ist ja heller Wahnsinn. So lassen wir es erstmal. So lassen wir es erstmal. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir noch Dingens hinkriegen. Sag schon, Strom. Die haben da oben schon mal Probleme. Hier ist ein schickes Windrad zu hinzustellen. Ach ne, da müssen wir so eins bauen, wenn. So, dann haben wir die schon angeschlossen. Jetzt fehlt denen noch Wasser. Passt. So, jetzt sollten die da auch noch Wasser kriegen. Die Hausbewohner und sind dann glücklich, oder? Sieht doch schon ganz gut aus, oder? Zeitungskiosk hätten wir vielleicht nochmal bauen sollen, ne? Naja, ist halt so. So. Aber einkaufen konnte man ja auch hier rechts, ne? Naja, jetzt egal. Jetzt egal. Jetzt lassen wir es so. So, Industrie kommt gar nicht, ne? Doch, einer ist da. Da ist eine Ölpumpe. Sehr schön. Nicht genügend Arbeiter. Ja. Irgendwann werden die schon kommen. Ja, hier wird schon weitergebaut. Der Kommerz kommt auch. Passt, ne? Ja, mit dem Strom wird es ein kleines Problem geben, vorübergehend.
Vor allem hier wird es auch nicht so funktionieren, ne? Also hier oben, die sind ja glücklich, ne? Da wird schon wieder gebaut. Im gering besiedelten Wohngebiet, aber super geile Straße hier hoch. Naja. Die haben hier keinen Strom. Hier müssten mehr Pumpen gebaut werden. Ja. Was machen wir mit dem Strom? Hinbauen oder nicht? Ah, die haben jetzt hier auch schon gebaut. So, dann haben die Strom da erstmal. Irgendwann wächst das zusammen, dann passt das schon. Ja, wird werden, oder? Ich glaube schon. Hier so eine Erdverwerfung hier. Okay. Sieht doch ganz nett aus, oder? Wir werden sehen, wie sich's entwickelt. Import, Export. Wo sehe ich das? Ausgehende Verbindung, da haben wir sie. Das Öl wird hier gebraucht, oder wie sehe ich das? Oder nee, das müsste ja exportiert werden, da müssten wir auf den Reiter gehen, ne? Aber das bleibt tatsächlich hier. Waldprodukte und Ölprodukte, aber Erz und Wald haben wir, aber Ölprodukte ist hier nicht zu erkennen. Ist nur so minimal, dass es noch nichts ist. Gut, aber sollte werden. Was haben wir hier? Kriminalität wahrscheinlich, ne? Kann ich mal das weghaben hier? Kann das mal weg sein? Ja, da brauchen wir eine Polizeistation. Kein Problem, machen wir doch, oder? Zapp da mitten rein und dann gibt es auch das mit dem Strom, glaube ich, ne? Oder kann das sein, dass es dann verbindet? Ja, haben wir gut gemacht. Zweite Pumpe ist auch schon da. Die Ölindustrie wächst und gedeiht. Ölimport. Aber wir haben noch keinen Gesamtexport. Also Importöl ist noch ziemlich hoch, aber das wird dann ja wahrscheinlich demnächst sich ändern, wenn wir das haben, ne? Eisenerzprodukte werden mehr geholt. Also wir holen alles rein. Naja, ne? Obwohl wir viel Wald selber haben. Okay, ist halt so. Hier fehlt Kundschaft, ne? Ja, genau. Dann müsst ihr hier mal ein bisschen einziehen, Leute. Kriegen wir schon noch hin. Hier ist der Watzmann. Ah, der ist noch nicht mal, das ist noch nicht mal die Spitze. Okay. Kann man nicht so richtig sehen jetzt, ne? Aber wir könnten das mal ein bisschen kippen, dann. Ja, hast du gedacht, dass du kippen kannst, aber ist nicht mit kippen. Kann ich senkrecht mal, aber so nicht mehr. Schade. Gut, ich glaube, wir machen mal gerade hier ein bisschen weg. Dann ist das hier alles ein bisschen besser und dann freuen die sich alle, ne? Hier war auch viel, oder? Hier geht's. Aber hier vorne bei der Industrie, oder? Die ziehen schon alle weg, ey. Warte, da war auch noch einer. So, aufräumen. Ab und zu muss man mal aufräumen, ne?
Hier oben gibt's kein Wasser. Oh, ist jetzt von alleine weg, oder wie sehe ich das? Na, das ist aber doof. Ey, wie schweben die Dinger denn da? Da kann man ja gar nicht erkennen, was wo ist, ne? Hier ist nur Holzindustrie, oder wie sehe ich das? Okay. Haben wir Glück gehabt, dass das der richtige war, ne? Okay, jetzt ist er auch weg. Wir müssen mal wieder so mehr. Hier hat ordentlich Feuer gewütet, ne? Da fehlen die Arbeiter und wenn die Arbeiter fehlen, dann ist die Hütte gleich weg. Passt schon. Hier oben müssen wir mal gerade eine Wasserleitung noch bauen. Ich glaube, da hinten habe ich gerade eine falsche gebaut. Da hinten haben wir keine Heißwasserleitung gebaut beim Öl. Na, da müssen wir das nächste Mal korrigieren. Das ist hier Tiefbau, ne? Das ist ein anderer Bagger. So ist die Raupe. Auch interessant, ne? Ja, ich glaube, wir kriegen es jetzt aber gerade weg. Und haben wir jetzt... Oh Gott, nee, wir kriegen nichts weg. Das ist... Ja, wir brauchen Industrie halt, ne? Dafür brauchen wir Arbeiter. Wenn Arbeiter da sind, dann können die auch alle, ne? Wunderbar. Hier, ne? So, ist halt so. Da ist noch irgendwo ein Haus. Zwei. Aber die sind gerade ganz frisch. So, lassen wir's. Würde ich sagen, soll es erst für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.